Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trackmania 2 Stadium. Und ja, ich habe einen kleinen Gast an meiner Seite. Kannst du dich vorstellen? Ja, hallöchen, ich bin der Gustav. Bin 36 Jahre alt und komme aus Dubstühlhausen. Und ich bin, lass mich überlegen, Olaf. Und wir zocken mal Trackmania 2 Stadium und wir müssen es ja heute auf Yannicks PC aufnehmen, weil meiner ist ja irgendwie putt. Nee, weil meiner besser ist. Weil seiner besser ist. Und ich, Yannick braucht ein paar Punkte, das ist ganz klar. Ich muss ein bisschen hochpunkten. Ich hab das Spiel hier noch nie gespielt. Und wir zocken einfach mal eine Runde. Trackmania 2 Stadium. Wir hatten ja schon einen Partner, Mr. Metallsinger. Ja. Und das lief für ihn gar nicht gut, ich hab ihn so abgezogen. Schön, und jetzt machen wir damit weiter. Ja. Du hast ja sehr viele Punkte. Ja, das ist eine echte Menge. Es war sehr anstrengend, diese Punktzahl zu erreichen. Der mit 60 FPS hat dieser kleine Arschloch, Alter. Sind sogar manchmal mehr als 60. Willst du einfach mal auf den hier, oder? Ja, fahr mal einen Short und Mini-Server. Ich hole uns mal was zu Spachtel. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Tobi, quatsch dir ein bisschen. Ich stelle das Mikro in die Mitte. Kabel. Lass das Kabel seine. Ich muss aber mit der Feuertaste spielen, Junge. So, bis gleich. So, was jetzt Neues zu sagen? Yannick ist ja aus seiner Amerika-Reise wieder heimgekommen. Aha, okay. Na, wartet mal jetzt, Leute. Warte, ich will auf jeden Fall die. So wie ich das haben. Wie geht hier entfernt? Genau. Ich will hier mehr Motorgeräusche haben als Musik. Oh, ich bin im Ziel, bin Erster. Oh. So läuft's hier, Leute, ja? So läuft's. First try, Erster. Ich will bis Musik auch noch hören. So. Let's go! Yannick hat sehr viel erlebt in Amerika, hat ihm sehr gut gefallen. Und ja, bestimmt will er gleich ein bisschen was erzählen. Wir müssen jetzt hier bei Yannick aufnehmen, weil ich bin gerade mal bei ihm. Wir haben gerade eine Runde NBA aufgenommen. Und da wollen wir noch ein bisschen Zeitung austragen, da verdienen Yannick und ich so ein bisschen Nebengeld noch anstatt mit YouTube. Und ja, das ist sehr praktisch, wenn man sich noch ein bisschen Nebengeld verdienen will, kann man gut in den Ferien machen. Natürlich, wenn man Schule hat, ist es ein bisschen schwer zu kommen. Weil, wegen Schule, Hausaufgaben und so alles, da hat man nicht so viel Zeit für Zeitung rauszutragen, aber für uns ist es kein Problem. Ich habe es jetzt für Yannick gemacht, wo er in Amerika war, die paar Tage da. Ach, die paar Tage, zwei Wochen. Und ja, wir sind die Erster, Freunde, ja? Okay, sind dann die größten Moves hier drauf. War ich gerade mal sehr schnell. Die Lags dafür möchte ich mal entschuldigen. Hier liegt dann ja nichts PC. Aber wir haben eine Framerate von über 50, knapp 60 Meter. Sehr geil. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, mein PC, da ist ein bisschen kaputt. Also wenn ich aufnehmen will, dann habe ich also meistens eine kurze FPS von 30. Aber dann geht es nach einer kurzen Zeit wieder rund. Also nach ca. einer Minute oder so, oder einer halben Minute, geht es runter auf 15 FPS. Das kann vielleicht ungefähr 20 Sekunden nachdenken. Das ist ziemlich nervig, weil da kann man nicht damit spielen. Also ich wollte Formel 1 aufnehmen und das geht. Scheiß PC! Das geht gar nicht. Und ich bin Erster geworden. Die mag ich aber nicht. Schlümpfe gehen noch, ja. Hier, da, bis an. Da, ruhig auf Platz 1, so läuft. Ach, gleich mal Tauschbuch. Ich bin King? Ja. Ja, guck dir das Bild an. Bei mir ist in Deutschland Flagge. Schaut euch dieses geile Bild an. Da vielleicht noch von Trackmania.
Also, Yannick will natürlich gleich ein bisschen was erzählen von seiner Amerika-Reise. Hat gesagt. So. Also, bei meinem PC ist es immer noch so, dass ich nicht aufnehmen kann, ich kann nur noch spielen. Ich habe mir noch einen neuen Arbeitsspeicher bestellt. Aber demnächst guckt er mal, da ist der Fachmann drauf. Ja. Ich auch meinen PC habe. Okay. Haben die gut. Wo ist denn der lang? Was lang? Ach, hier jetzt lang. Ich hab's. Ich muss ein bisschen näher rankommen, und dich hört man so. Hier jetzt lang. So, lass mal auf Platz 1 fahren. Geht's ja? Sieht so aus. Wieso, was, spielst du zum ersten Mal an den Gästen? Ja. Okay, ich spiel's ja. Ich hab keinen einzigen Test vorher gemacht oder so. Oder erst mal. Also, mir gefällt's sehr geil. Mir gefällt's sehr geil. Ja, die Zahl, ich weiß. Hast du die Grafik auf höchste Einstellung? Ja, höchste Grafik. Und leck. Weil ich schlecht bin. Terminator 2 ist immer noch in der Beta-Phase? Ja, immer noch in der Beta-Phase hier. So hab ich dann auch. Es gibt auch schon so ein paar experimentelle Mods. Wollte ich mir eigentlich ziehen, aber irgendwie wollte das nicht richtig. Werde mir demnächst wahrscheinlich auch noch Canyon kaufen. Und auch schon Stuntmania kaufen. Dann wird es auch von Let's Play auch geben, Freunde, das sage ich euch. Ich habe mir ja zwei Canyon, haben wir noch ein bisschen was geplant. Ja, Tobi, ganz viel geplant. Also, ich hab auch nichts davon. Nee, du kannst ja mal was so sagen, wie du das so also, anstatt den Vergleich von Trackmania United vorher von Stadium. Also, im Prinzip sieht es ja alles nur gleich aus. Aber wenn wir ins Detail schauen, sehen wir schon mal als allererstes, dieses Fahrzeug sieht echt geil aus. Spiegelung und so. Die Schattendetails, ja. Die Sonne. Die Grafik auf jeden Fall ganz hochgeschraubt. Grafik ist, ja, okay, letzter Mal erstellt, das kann aber auch gut am Internet liegen. Und man sieht schon, wenn man wirklich ins Detail schaut, dass es grafisch eine wesentliche Besserung ist zu den anderen Teil. Auch dass hier die Fraps natürlich geringer ist als beim ersten Teil. Also, ist ja klar. Ja. Beim ersten. Oh, perfekt, perfekt! Geht doch! Zeit. Und? Na, den schlagen wir auch noch. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Du musst jetzt Erster werden. Ja, hier, Mission Erster. Mission Kante. Auf jeden Fall ist das Spiel. Oh, 52. Locke-Rekord hast du geschafft. Was hattest du in der Strecke davor? Locke. Keine Ahnung, was ich sagen. Ja, bin ja jetzt. Nein, ich war Erster. Also 20 Sekunden kannst du noch einmal versuchen. So, wenn das jetzt schaffen wird, er es schaffen wird. Komm, komm. Genau die gleiche Zeit. Nee, minus 8. Minus 8. 21. Lady Mania und? Nein, ah, hat nicht viel gefehlt, okay. Dritter Platz ist doch was Schönes. Dann fehlt das ist geil. Dann Schlumpfessen. Asche nicht so direkt vom Mikro rum. Ja, das ist gut. Schön. Also, nochmal plus 590 Punkte. Rundet man hier mal auf. Ja. Das ist natürlich geil, das geht ja ganz flott mit den Punkten, ja, also. Wenn ich das machen würde, wären es bestimmt mehr, aber gut.
Ja, sagt mir Tobi, der will ja spielen. Mhm. Was soll er machen? Ich werde dich ja nichts lappen, ich werde dich ja nichts. Wo waren die alle hin? Ach, guck mal, das Gras auch. Oh, ja. Hau auf den Bildschirm, das Gras ist sehr schön. Man kann ja auch donaten, ja, also spenden. Muss hier rechts. Was? Muss noch weiter rechts. Guck mal, da ist ein Looping. Du musst hier richtig rechts kommen. Richtig ganz. Wenn du da runter, da unten reinfährst, hier in das Ding rein. Yep. Ha? Seht da? Nee, ich weiß nicht. Und da ist schon das Ziel. Die Gummischlümpfe sind recht. Ach. Ja. Die Schlümpfe sind lecker. Die Haribo-Schlümpfe. Erst ans Ziel geleckt. Er muss noch ein bisschen Zeit rausholen. Aber wenn wir jetzt hier auf. Oh, hinter dir ist ein Afrikaner, Platz 290. Der kommt aus Togo. Ja, habe ich sofort gesehen, würde ich gerade sagen. Der ist ja nicht schnell. Ich bin besser wie Kurve. Das sag ich. Und der erste. Wir müssen mal auf 30 FPS umstellen. Halt mal schon. Man sieht keinen Unterschied zwischen 30 und 60. Ne, es leckt hier mal so. Wenn wir auf 30 umstellen würden, also wenn das Fraps 30 aufnimmt, dann können wir gleich mal machen. Mal machen und dann leckt hier mal. Eieiei, es leckt aber ganz schön, Alter. Das liegt ja im Internet am Server. Ja, auch an der FPS-Tabelle. Ich schwach. Wie man immer gleich mit dem 10 schon. Ja! Das ist ja selber nicht schuld, das weiß ich nicht. Was? Gleiche Zeit? Was ist das denn? Oh, der Zone. 15.3 hat der. Eine 15.5 habe ich. Jetzt kannst du was über den Amerika-Urlaub was sagen. Wir waren in der Mall of America. Das sagt schon alles aus, wie allein bei der Erwähnung der Mall of America müsst ihr dir wissen, was da ist. Geil. Vor allem, weil ich keine Schule hatte. Ja, nee. Und, ja, wir hatten richtig viel Spaß. Die ganze Zeit Mountain Dew geschlabbert. Das beste Getränk. Gut, einfach mal Mountain Dew. D-E-W. Ja, ich kenne es eigentlich von euch, aber das ist ein Getränk, gibt es nicht in Deutschland. Nicht in Europa, wenn ich nicht. Das ist ein amerikanisches Getränk. Gehört, Mountain Dew wird auch von Pepsi. Also von Pepsi. Pepsi Cola. Ja, ist klar. Und Dr. Pepper gab es auch, das gehört zu Schweppes. Dann gab es noch. Okay, ich würde sagen, wollen wir kurz einen Cut machen. Ja. Müssen wir nur leise sein bei der Audiospur. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. 721 Punkte bekommen. Und jetzt haben wir auf 30 FPS umgestellt. Und ich glaube, jetzt wird es nicht mehr so doll lecken. Also du kannst weiter erzählen. Ja. 30. Ne, jetzt noch 30. Gut. Okay. Ja, und sonst, Mount Rushmore. Ich würde ja etwas sagen. Cool, Präsident Köpfe. Fahren wir mal so. Das war finster. Also, das war schon eine Zeit.
halt richtig geil, immer gechillt mit diesen ganzen Schülern. Schön Englisch gesprochen. Irgendwie erster. Nee, da oben ist nicht das Ziel. Das ist hier. Da ist ein Ziel. Die Kurve war scheiße. Das hat man sofort gesehen. Jo. Wir haben uns dann weiter ein bisschen gesehen. Das ist halt. Bei dem Frühausflug also war scheiße. Das ist. Ach, zu früh. Ich lenke immer zu früh ein. Museen waren halt nicht so. Also. Ja, war doch interessant. Ja, geil war natürlich, dass sie da in aus dem South Dakota alle schon am 14. Auto fahren durften. Und die auch alle dann schon in einem Karren, ja, Ford, schon Mercedes GL und Chevrolet Pickup besitzen, ja. Chevrolet ist ein Super Tornado oder so heißt der. Super Tornado. Irgendwie sowas. Alle natürlich immer mit Autoanschluss die Radios, ja. Alle mit Autoanschluss und man kann sie dann natürlich immer schön die anschließen und sie hören. Oh, noch verbessert, sehr schön. Also wirklich genial. Wie war es bei den Temperaturen? Ja, kalt. Also, mit dem, also wir hatten mit dem Blizzard dann? Ja, wir hatten zwischendurch ein paar Mal Blizzard oder Schneesturm. Schicht. 15, 10 hatte ich nur. Also ich hab. Ja. Ja, danke schön. Willkommen. Ja. Sonst eigentlich hatten wir halt, also normalerweise hatten wir tagsüber zwischen plus 20 und plus 10 Grad. Je nachdem, was für ein Tag war. Minus 20. Und immer da, immer Sonne. Also es war nicht geschneit oder so, immer Sonne. Also so wie in London. Und somit war es eigentlich richtig warm. Durchaus auch mit kurzen Hosen. Jetzt habe ich Sport gemacht. Und die Zeit wirklich. Auch mit Norse. 14,92. Alter, so läuft das hier. Guckt euch da die Zeit an. Nice. 10. Diddy Mania. Ist ja nicht. Janik Puppe, sag mich doch. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Video sehen wollt, wie ihr Bilder zeigt. Ja. Weil, oder ob ich einfach mal ein paar Bilder vielleicht bei Eurotrack oder so ein. Ich habe nicht viele Bilder gemacht, ich werde noch ein paar Bilder kriegen. Aber ich habe mehr Bilder machen lassen, da ein paar Spiegelreflexkameras mit, das ist natürlich alles. Ja. Hightech, bessere Fotos und so. Und ich bin wieder Erster geworden, ja, seht ihr hier, 14,92. Ich bin natürlich voll der Pro hier. 860 Punkte. Ja, weil ich es kann. Ah, genau. Gleich mal 29.000 Star. Wie viel waren wir? 59? Okay, 60.000 Punkte. Irgendwie so. Ich will nur sagen, Janik war auch da. Er war rülpst. Mensch, also, ja. Also er war da auf einer Schule, beziehungsweise Highschool war er. Ja. 10. Klasse ist Highschool. Was hast du auf die Hose gerotzt? Genau, noch ein Bad. Mal darüber. Oh. Boah. Ja, die haben da eigentlich einen ganz gechillten Tag. Die haben jeden Tag sechs Schulen. Von 28 bis in Deutschland 13.15 Uhr. Haben halt immer nur 6 Minuten Zeit, um vom einen Raum zum anderen zu kommen. Das sind manchmal bloß so einen halben Kilometer, die du laufen musst. Das ist schön. Ist das so groß? Ja, die Dinger sind da alle so riesig, ey. Okay. Scheiß Tastatur, ich brauch so eine Riesentaste. Sind deine Tasten denn größer? Die sind doch groß genug. Ich meine jetzt von der Höhe her. Hier, so mit meiner so. Bist du Erster? Nein, der Südafrikaner ist schlecht. Ich hab doch, wie Platz der ist.
In Afrika. Ja, in Afrika. Da braucht Staatsdeutsch 220. Jedes Land ein Fahrer. Ja, und man hat halt eine gute Mittagspause. Vierter. Und Janik hat noch was mitgebracht, beziehungsweise ein Spiel. Ja, ich habe jetzt ein Spiel gemacht. Red Dead Redemption. Aber nicht das normale, sondern Undead Night. Was es in Deutschland nicht gibt. Das ist wie das Sleeping Dogs Add-on, das es auch nicht in Deutschland gibt. Ja, es ist. Also Red Dead Redemption Undead Night war, ja, vielleicht. Eine komplett neue Story und es geht halt darum, dass du versuchen musst, die Welt, also die Welt ist genau die gleiche groß, du musst halt diese von den Zombies befreien und hast halt eine normale Mission und so. Es ist wirklich genau wie Red Dead Redemption, bloß halt, dass es keine Menschen mehr gibt. Also es gibt normale überlebende Menschen, die findet man dann immer mal so in dieser Städte clean und so. Ganz cool. Sehr schön, Tobi. Ich bin wieder Erster. Guck mal, Vorteil da. 34-1, 34-5 hatte ich voll. Richtig knapp, ey. Ja, und das Spiel ist nicht ab 18 wie in Deutschland. Also, beziehungsweise gar keine Altersfreigabe, sondern da gibt es nur 17. Ja, da gibt es nur 17 plus, das ist das Höchste. Und dann halt darunter glaube ich noch irgendwie 12 oder so war das. Ich habe jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall alle Spiele ab 17 plus. Das heißt FIFA ab 17 Jahren. Nee, also so eine Spiel sind dann unter Altersbeschränkung. So wie ab 6 oder so. Wow, FIFA. Das ist ein ab 6 Jahren. Ganz schlimm. Also Deutschland hat es wirklich so, kann man sagen, eine eigene Welt, was mit. Ja. Man kann auch nach, zum Beispiel schnell mal nach England fahren. Da kriegst du Battlefield ab 15. Das ist hier ab 18. Und das Gute ist, ja, Österreich ist besser, da sind die nämlich alle uncut und deutsch. Das Gute ist, bei diesen anderen, das Spiel war deutsch, man konnte es auf Deutsch einstellen. Ja, ich habe es in meine PS3 gelegt und es war sofort alles deutsch, aber es ist komplett uncut und sie sehen aus Rockstar spielen, ja, Englisch, sie reden deutsche, Englisch, aber deutsche Untertitel. Aber sonst so menümäßig und so, alles deutsch erklärt, ja, abgesiegte Schrotflinte und so, also die Namen der Waffen auch deutsch. Und richtig geil. Dann, Nick und ich überlegt, vielleicht zum Sommer, oder ja, für den Sommer, so eine Elgato Gamecatcher nehmen. Und das wir dann wieder spielen, weil der beziehungsweise er spielt nicht. So, und, ja, und vorher. Vorher würde ich mir natürlich noch ein Keyboard holen. Oder noch den ersten Teil, Red Dead Redemption. Normal. So, wieder Erster. Ja, wieder Erster, 9, 14 ist schon schön. 870 Teil. Punkte. 870 Punkte ist ja ordentlich. Was? Where is Moshan? What the fuck, you are das very heißt aber, nice. Who is Moshan? Wo ist Moshan? Naja, where is. Wer ist wo? Wie? Nee, wer ist Moshan? Entschuldigung. How geht's, Mikro geht? Ich verwechsel das immer mit where. Also, wer und where. Ja. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen mein. Was wolltest du sagen? Sonst habe ich mir halt für meine PS3 noch so einen coolen. Ständer gesagt. Noch so eine Aufladestation gehört und einen zweiten Controller. Übelst geil. Sieht richtig nice aus. Und ja. Ihr kennt das Amerika, diese komischen Stecker. Also müssen wir bei uns mit zwei. Also eine Steckgröße, zwei Stecker. Nee, drei. Nee, es kommt drauf an. Also es gibt manche Steckdosen, die nicht so Sicherheitssteckdosen, die sind nur zwei. So wie die von dem Charger. Muss auch für England. England oder Großbritannien. Das sind halt mit so drei Steckern. Und dann, ja, es gibt in Amerika eigentlich auch drei Stecker. Das ist halt ein bisschen anders dann. Und sonst habe ich noch ein cooles Feuerzeug geholt, weil das ist das Geld. Ja, das ist das Geld. Ja, warum auch? Das war ja Dollar, oder? Zippo-Feuerzeug, ja. $15. Ich habe aber noch $13 mit in Deutschland eingeführt. Circa 10 Euro. Ja. Oh, komm, der Erste, ey. Und dann
Ja, also nur zwei Paar Schuhe. Ein paar Nikes. Die sind ganz gut aus, haben wir $35. Und der 250 mit. Ey, das war nicht mal viel, Alter. Einer, der hatte 800. Also, der hat alle 800 ausgegeben. Bumm! Dann heißt mir noch so. Der hat allein $350 in der Mauer. Aber wir hatten dann nur 6 Stunden Zeit und es war echt viel zu wenig. Wir mussten 4 Stunden hinfahren. Also 2 Stunden habt ihr noch gehabt? Ne, wir sind 4 Stunden hingefahren, hatten dort dann ungefähr 6 Stunden. 6 Stunden aufgeteilt oder 6,5 Stunden aufgeteilt und sind wieder 4 Stunden. Und es war ziemlich anstrengend. Da kann man sagen, so eine Alter, Tour, der Tour durch ein, nee, knapp durch einen Bundesstaat. Dauert wie eine Fahrt von 10 Stunden. Nee, ihr seid ja von euren zuvorzigsten Ort da bis zum Mond. Wie lange habt ihr gebraucht? 4 Stunden. Und es aber war, sofort war ist direkt an der Grenze von Minnesota. Ey, kann man sagen, 4 Stunden, das ist ungefähr eine Tour von Berlin nach Nürnberg. Ja. Knapp. Und das ist ein Bundesstaat, ja? Und ja. Wir sind auch gefahren und 50. Von Sioux Falls nach Mount Rushmore sind wir auch gefahren, bei Bill City. Und das ist beides in South Dakota. 6 Stunden gefahren. 7 Stunden. Also wie nach Bayern. Und in einem Bundesstaat und nicht so viel. Ja. Und es ist ein Land. Deutschland. Ey. Das ist so krass. So krass riesig. Ey. So. Ich würde sagen, noch die möchten noch eine. War es das auch schon für die Folge? Ja, ist ja ein bisschen. Nee, eine halbe Stunde. 6 Minuten. Ach so. Okay. Kannst du mich ja mit deinem. Tobi macht das schon. Was ich nur sagen, nach der Osterwoche, also beziehungsweise nach der Feiertagen. Nee, wie heißt es? Den Osterfeiertagen, was heißt Ostersonntag? Osterwochenende. Ja, Osterwochenende, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag. Danach gibt es. Scheiße. Eine Scheiße zum Mitnehmen. Nee, da haben wir geplant, dass wir noch eine Counter-Strike spielen. Weil das ja, ist, genau. Also ich brauchte ja nichts aufnehmen, weil ja nicht mit bisher dann auf. Ja, ich muss den ja aufnehmen. Ich bin auch ziemlich gut in dem Game. Also wie du denn eher nicht gut an. Okay, erst ein bisschen besser, erst ein bisschen in W3 ein bisschen. So ein. Ja, auf jeden Fall wollen wir, also wir machen dazu nochmal ein Infovideo wahrscheinlich extra, aber zockenmäßig. Könnt ihr alle mit zocken, kauft ihr das Spiel einfach nochmal oder wünscht es euch jetzt nochmal schnell zu Ostern oder vielleicht wenn ihr Geld zu Ostern geht. Also könnt damit zocken. Wir werden es auf jeden Fall zocken. Und ja, das wird dann der Fest, ja. der darauf folgenden Dienstag sein. Ja, Dienstag oder Mittwoch, wissen wir noch nicht. Und ja, wir werden es natürlich dann auf Facebook posten und auch in Steam, in unserer Steam-Gruppe. Wenn ihr noch nicht wisst, auf unseren Kanal gehen, ja. Dann müsst ihr dann auf, gibt es dieses neue Layout jetzt. Dieser Penner unter mir hat 1000 Punkte gekriegt. Der hat dann ein paar. Oh, FPS ist ja geil, Alter, 120. Ja. Oh. Mensch, ich kann's mir leisten. Nee, was war noch? Wo war ich gerade nochmal? Wo, auf dem Kanal, oder? Ah ja, das neue Layout. wie findest du das neue Layout? Das neue Layout finde ich unglaublich geil. Ich muss halt noch ein bisschen was machen. Ja, 4 Minuten. Ich muss halt noch ein bisschen was machen für unser Kanaldesign jetzt hier, das neue. Zum Beispiel, dass wenn du kein Abonnent seid, das Video, das der Kanal-Trailer und dazu dann noch. Das war weg. Dann noch ein Banner, das mache ich noch, das sollte schnell gehen. Das wird auf Facebook kommen. Und dann, was war noch? Die Links. Ja, dann werde ich nochmal die Links, die werden oben dann wahrscheinlich alle Banner mit drin sein. Also, nee, da steht jetzt noch Livestream. Ja, und dann steht der Livestream. Ich wollte dann noch ein paar andere versuchen reinzuhauen. Muss ich mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Auf jeden Fall finde ich das Neue ist eigentlich ganz gut gelungen. Ist sehr gut eingebaut. Ist natürlich schade, dass nicht mehr so viel Individualität da ist. Dass alles dann nicht so gleich aussieht, aber. Mensch. Genau. Was soll man machen? Also, wir hätten auch noch das alte behalten können, aber ich denke, was jetzt machen. Ich trotzdem scheiße. Du bist cool. Du bist scheiße. Ja, genau.
Nee, auf jeden Fall wird das alles angekündigt. Counter-Strike mit Team Fortress, da wird dann schon nicht. Wenn auch ganz cool ist, wird dann womit Survivor und André sein. Wenn ihr einen Plan kennt, ist das Destroyer LP5 von den Trackmania United Survivor Folgen. Minus 30 hatte ich gerade. Ja. Das ist wieder voll. Okay. Muss dann anfangen, dass ich dann so ein bisschen. Ja, gibt noch was? Nö, nee, fällt gerade nichts ein. Also, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder eine Idee, was wir jetzt zwischen der Tour wieder mit deinen Computerproblemen machen können. Also dann kommt dann die Frage, wann kommt wieder vom Score, ja, denn wenn ihr auch. Ja, also. Ja, generell, Projekte, wenn sie nicht kommen, kommen sie halt nicht. Das, wir können jetzt auch nicht einfach zaubern hier und so 30.000 Euro PC kaufen. So die Sachzeit, die auch wenn man relativ auf dem Urlaub ist, kann. Finde ich ein bisschen krank schon, dass man dafür vorarbeiten muss, jeden Tag seine, was weiß ich, 3-4 Videos bringt. Der muss ja mindestens 50 Folgen vorbereiten, vorgearbeitet mit Minecraft, daher macht ich was anderes. Jetzt müsste man da also 9 Stunden am Socken. Deswegen, also, ich finde schon ein bisschen. Wir müssen natürlich, wir haben halt wir haben auch Schule und sowas. Und, ja, die sind erwachsen. So. Komm, letzter Versuch jetzt. So, auf Platz 7 verbessert. Wow. Ja, okay. Die Map fand ich scheiße. Ja, war nicht so toll. Und ich würde sagen, das war's jetzt. 6 Maps haben wir, glaube ich, gemacht. Ja. Und ja. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir haben jetzt 508,2 Punkte nochmal bekommen. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich muss das raufhauen. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.